Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse. Nach dem Wetter wird auch der Wochenausklang in der Wirtschaft und am Finanzmarkt ungemütlich. Zwei Unternehmen schicken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden und auch Aktionäre unentspannt ins Wochenende. Der Reihe nach. Es ist gerade mal 3 Wochen her. Da hatte der Stuttgarter Autohersteller Daimler den Ausblick korrigieren müssen. Und jetzt nochmal. Es ist mal wieder der Diesel und der Skandal um Abgaswerte, Abschalteinrichtungen und die Aufräumarbeiten rund um dieses leidige Thema. Fahrzeuge verkaufen sich schlechter, damit geht der Gewinn zurück und drauf gehen Summen für Rückstellungen zur Bewältigung dieses Desasters, für Rückrufe, für Rechtsstreitigkeiten und. Seit der Schwede Ola Källenius am Lenkrad beim schwäbischen Hersteller sitzt, musste er schon 2-mal kräftig in die Bremse treten. Das nervt Beschäftigte, Kunden und Aktionäre, denn die Gewissheit, die Jahresprognose nicht halten zu können, schlägt sich natürlich auch auf den Kurs der Aktie nieder. Daimler verliert 0,7% und es bleibt ungemütlich, denn die gesamte Autobranche leidet unter schwindender Nachfrage von Kunden. Aber schlimmer geht immer, besonders in der Urlaubszeit. Denn wer glaubt, Daimler habe schlechte Nachrichten, kann durchatmen. Die Aktie von Thomas Cook, deutsch-britischer Touristikkonzern, verliert heute 58%. Nur noch 6 Cent ist eine Aktie des Urlaubsanbieters wert. Das schockt, wenngleich die Aktie ohnehin nicht übermäßig teuer war. Zu viel Brexit, zu wenig Urlaubsbuchungen, zu schlechte Geschäftszahlen. In dieser Konstellation fällt es schwer, Positives zu entdecken. Vielleicht, dass der chinesische Investor namens Fosun seinen Anteil an Thomas Cook von 18% aufstocken und eine Mehrheit übernehmen will. Dafür sollen mehr als 830 Millionen Euro in die klamme Kasse fließen. Das klingt gut, aber bis zur Einigung sind bisher angedachte Lösungen gestoppt. Zum Beispiel der Verkauf des Ferienfliegers Condor. Was bedeutet das nun alles für Kunden und Beschäftigte, von denen einige tausend bei der deutschen Tochter in Frankfurt ihre Heimat haben? Der Flugbetrieb soll weitergehen, mehr noch Investitionen mit dem frischen Geld aus China getätigt werden und im Anschluss Thomas Cook flotter und schicker und schöner sein als bisher. So der Plan. Ein Teil des Geldes aus dem Reich der Mitte soll aber auch in eigenes Kapital umgewandelt werden. Das nennen viele auch Aktienkosmetik, denn es verwässert den Kurs, was Aktionären sauer aufstößt und den Kurs von Thomas Cook abschmieren lässt. Der deutsche Aktienindex hat mehr Hang zu schlechten Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft als zu den steigenden Kursständen in den Vereinigten Staaten und beschließt die Woche mit einem Minus von 0,1% bei 12.323 Punkten. Auf die Woche gibt es sogar ein Minus von 2,4%. Zum Ende der Woche verdichtet sich immer mehr, was sich schleichend andeutete. Die Gewinnbringer Autobranche, Chemie und auch Maschinenbau spüren deutlich Schwäche der Nachfrage und der Weltwirtschaft. Das bedeutet für uns als Gesellschaft, noch mehr Finanzbildung zu betreiben, um auch in Zeiten schwächerer Wirtschaft Zusammenhänge zu erkennen, zu verstehen und durch Erkenntnisse Folgen abzuwenden und sich selber krisenfester zu machen. Wir helfen Ihnen übrigens sehr gerne dabei. Ihnen allen ein schönes Wochenende und für heute einen geschmeidigen Abend, wo auch immer Sie uns zusehen.